folgt eine Produktion von, ups, von Radio Resa TV, oh, großen V, aus dem Studio Norden. Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe Blick ins Sendegebiet. Sie können weder tanzen noch singen, möchten daran aber etwas ändern. Vielleicht haben Sie bald die Gelegenheit dazu, bei einem Gospel-Workshop. Von Vivian Glade ins Leben gerufen, lernen Sie hierbei, worauf es dabei ankommt. Was Sie noch alles dazu brauchen oder eben nicht, sehen Sie im folgenden Beitrag. Hi, der in dem gestreiften Pullover, das bin ich, Florian. Florian Fenninger. Ich bin 22 Jahre alt, bin geborener Nordenhammer und Auszubildender im Bereich Sozialpädagogik. Jetzt gerade allerdings stehe ich in Elsfleth, in der Nikolaikirche, um mit einem Gospelchor zu singen. Was? Moment! Alter, ich bin weiß! Ich kann weder singen noch tanzen! Was zur Hölle mache ich denn bitte hier? Vor ein paar Wochen schlug ich die Zeitung auf. Gospels singen für jedermann. Gospel mal fetzig heißt es. Ein dreitägiger Workshop. Vorkenntnisse wie Notenlesen oder Gesangsunterricht sind nicht erforderlich. Und das wollte ich unbedingt einmal ausprobieren. Ein paar Tage später stand sie dann vor mir. Vivian Glade aus Bremerhaven, 1974 in Magdeburg geboren, Chorleiterin seit fast 20 Jahren, Koordinatorin für Jugendmusik und Kultur, Komponistin und Sängerin und Leiterin des Workshops. Aber warum macht sie so einen Workshop? Ich arbeite seit August hier in Elsfleth immer wieder in Kooperation mit dem Kindergarten. Und man hat mich gefragt, ob ich hier ein Chorkonzert geben würde. Und ich habe mir gedacht, das wäre auf jeden Fall vielleicht eine coole Sache, hier auch einen Workshop zu geben. Weil ich glaube, dass Gospel etwas ist, das man teilen kann, so wie Glück. Das teilt man ja auch und hat es dann doppelt. Und ich habe eingeladen dazu und daraufhin haben sich Leute gemeldet, ganz normale Leute, die auch einerseits vielleicht schon Chorerfahrungen hatten oder vielleicht auch nur unter der Dusche gesungen haben, je nachdem. Und wir arbeiten hier halt moderne Gospels, die eben halt nicht klassisch sind, so wie man das von It's Got the Whole World oder Happy Day kennt, sondern die schon mehr in Richtung Charts auch tendieren und die Spaß machen und die trotzdem halt das den Glauben halt auch transportieren sollen. Mitbringen sollte man Lust. Schön ist natürlich, wenn man ein wenig singen kann, aber letztendlich ist auch das nicht wichtig. Man muss keine Notenkenntnisse haben und ich erwarte auch nicht, dass man sein Kircheneintrittsformular dabei hat. Mir sind auch Muslime, Juden, Atheisten willkommen. Mir ist letzten Endes wichtig, dass man das Herz halt für diese Musik mitbringt und einfach Lust und dann wird das schon. Schön ist natürlich, wenn man etwas teamfähig ist, das hilft bei einem Chor. Tja, so fing es an. Und ich dachte, ich dürfte hier nur singen, doch weit gefehlt. Denn zu einem richtigen Gospelsänger gehört eben nicht nur der Gesang. Es gibt sogar eine richtige Choreografie. Wir tanzen beim Singen. Die Choreografie hat zwei Vorteile. Erstens, wenn sie richtig eingesetzt wird, stützt sie den Gesang. Und zweitens hilft sie auch den Rhythmus zu halten, dass das Publikum nebenher aber einfach auch noch was fürs Auge bekommt. Das ist noch ein Nebending. Ich mag ganzheitliche Arbeit. Und mitunter ist es ist bei kleinen Kindern schon so, wenn sie eine Bewegung machen, merken sie sich ein Wort leichter. Wenn sie ein bestimmtes Wort sagen, merken sie sich eine Bewegung leichter. Und da ja nun mal Gospel darüber erzählt, dass man dem Herrn was Gutes tut und ihm was zu sagen hat. Und wenn man das mit dem ganzen Körper tut, finde ich das auch deutlich ehrlicher, als wenn nur der Mund und vielleicht noch das Hirn beteiligt ist. Und bei dem Workshop habe ich festgestellt, ich bin nicht der Einzige, der keinerlei Chorerfahrung hat. Wir sitzen ja alle im selben Boot und es macht unheimlich viel Spaß. Wir haben vor 3 Jahren einen neuen Chef hier im Kindergarten bekommen und der hat uns Lust auf Gospelmusik gemacht, weil er selber auch im Chor singt. Und wir haben dann zusammen mit Vivi für einen Gottesdienst ein Lied einstudiert und das ging ratzfatz und es hat so einen Spaß gemacht. Und als dann hier der Workshop angeboten worden ist, habe ich gedacht, da mache ich mit. Das finde ich toll.
Ich habe mich eigentlich sofort wohlgefühlt. Man kommt da schnell rein, man muss auch keine Noten lesen können. Also ich selber kann auch keine Noten lesen. Ja, Vivian bringt das gut rüber und man ist ja auch nicht alleine, man hat die anderen, man fühlt sich wohl. Und das Tollste ist, dass vermutlich ab dem 11. Februar hier regelmäßig Gospels gesungen werden. Denn Vivian will hieraus ein Chorangebot machen. Doch bevor das soweit ist, muss ich erstmal dieses Konzert hier überstehen. Ich bin Florian, Florian Fenninger, der in dem gestreiften Pullover. Ich bin 22 Jahre alt, bin geborener Nordenhammer und Auszubildender im Bereich Sozialpädagogik. Jetzt gerade stehe ich in Elsfleth in der Nikolaikirche, um mit einem Gospelchor zu singen. Und ich freue mich so dermaßen darauf. Auch im folgenden Beitrag können wir etwas lernen über die verschiedenen Jahreszeiten und ihre Bedeutungen. Freuen Sie sich auf eine neue Folge Minervas Hexeneinmaleins. Herzlich willkommen zu meinem Hexeneinmaleins im Februar. Ja, der Februar, der Monat des Lichtes und der Monat des Neubeginns eigentlich. Was die Tier- und Pflanzenwelt zur Wintersonnenwende schon weiß, das erfahren wir Menschen jetzt erst. Die Sonnenstunden werden länger und das Licht nimmt zu. Merklich auf jeden Fall. Ja, noch ist das Land voller Schnee und Eis. In manchen Bezirken liegt der Schnee auch sehr hoch. Aber dennoch wartet schon die Pflanzenwelt darauf, sprießen zu können. Ein bisschen Licht noch, ein bisschen mehr Wärme und die Pflänzchen und die Samen springen auf und werden uns mit ihren bunten Kelchen beglücken. Im Februar finden wir dann ganz langsam schon die Schneeglöckchen, die Krokusse kommen hervor. Und ab Ende Februar sehen wir schon die gelben Blüten des Huflattichs oder auch die Brunnenkresse. Aber noch ist es nicht so weit. Und der Februar war traditionell für unsere Vorfahren ein Monat des Neubeginns und auch der Reinigung. Februaris ist lateinisch und bedeutet nichts anderes. Im Altgermanischen oder auch im traditionell mittelalterlichen Bereichen hieß der Februar auch Holzmond, Holzmonat oder auch Rebmonat. Wir kennen ihn auch unter Hornung. Die Jäger werden es wissen, Hornung bedeutet, dass das Reh und auch das Wild im Allgemeinen die Hörner in diesem Monat abstößt. Und unsere Vorfahren war das sehr wichtig. Sie haben das Gehörn gesammelt, um es dann weiter zu verarbeiten für allerlei Sachen des täglichen Lebens, für Knöpfe, Bestecke und so weiter. Der Februar wurde dazu verwendet, um neue Angestellte ins Haus und in den Hof zu holen. Also Verträge wurden neu geschlossen, Verträge wurden verlängert. Und es war auch so, dass die Wintergeister und die stagnierenden Winterenergien auch ausgetrieben wurden. Weil im Februar wollte man so langsam, dass alles fruchtbar wird und dass die Felder auch bestellt werden. Und deswegen wurden die Wintergeister aus Haus und Hof vertrieben. Man sah sie in Form von Alben oder Kobolden, Zwergen oder auch Winterhexen in den Ecken der Häuser. Und man nahm sich dann Trommeln, Rasseln, man nahm Feuer, man nahm Rauch, man johlte und gröhlte und man erschreckte sie und trieb sie aus Haus und Hof.
Aber das reichte nicht, sondern man wollte sie noch viel, viel weiter vertreiben, weil auch der Garten und das Feld ja fruchtbar werden sollte. Und das Eis und der Schnee sollte dann halt gefälligst langsam weg vom Land. Und so wurde das ganze Dorf, die ganze Dorfgemeinschaft, trieb dann diese Wintergeister vor das Dorf, vor die Stadtmauern hinaus. Man traf sich dann in einem großen Zug aus Johlen, aus Gröhlen, aus Feuer und Rauch. Und manch ein Mensch verkleidete sich dann auch als solch einen Wintergeist, um eben nicht aufzufallen und eben halt die Geister noch speziell zu kontaktieren, damit sie auch ja alle das Dorf verließen. Das kommt euch sicherlich auch bekannt vor. Wir finden das in ähnlicher Weise auch heute noch im Karneval in Köln beispielsweise. Karnevalis, die Römer feierten dieses Reinigungs- und Winteraustreibungsfest. In Mainz unter der Fastnacht oder auch im Süden Deutschlands unter dem Perchtenlauf. Und gerade bei den Perchten kann man auch heute noch das naturspirituelle, naturreligiöse und heidnische Treiben sehr gut nachvollziehen, weil es noch sehr heidnisch traditionell gehandhabt wird. Feuerräder wurden die Berge heruntergerollt und der Winter wurde halt verbrannt in Form dieser Feuerräder. In Westfalen gab es eine Tradition im Februar, da wurde eine Strohpuppe gestaltet und angekleidet und sie wurde traditionell dann auch verbrannt. Das war der Bacchus, der wurde verbrannt oder beerdigt und der Bacchus stand halt für den Wintergeist im Allgemeinen. Das Volk wollte also im Februar den Winter nicht mehr haben. Ja, so ist dieser Monat halt zu einem Karnevals- und Fastnachtmonat geworden. Später kam dann die Überlieferung der Kirche dazu, dass es das Ende der Fastenzeit ist, also Fastnacht, obwohl der indogermanische und altgermanische Begriff des Fastens einen anderen Ursprung hat. Es kommt nicht von Fasten, sondern von Faseln oder Verseelen und das bedeutet übersetzt nichts anderes als fruchtbar machen und fruchtbar Werdung. Also schon viel älter als das Christentum an sich, diese alte Karnevals-, Fastnachts- und Perchtentradition. Ja, und dadurch, dass dieser Monat ein Reinigungsmonat ist und auch ein Lichtmonat, haben schon unsere Vorfahren an diesem Anfang des Februars eine wunderbare Pflanze gesetzt, einen schönen Baum, das ist die Birke. Die Birke ist im keltischen Baumkalender der erste Baum des Jahres. Sie ist auch einer der ersten Bäume, die im Februar ausschlägt. Ihre Blätter sind sehr heilkräftig. Sie eignen sich wunderbar zu einem Birkenblättertee, zur Ausschwemmung der Wintergeister im Körper, also wie im Innen, so im Außen. Wir reinigen unser Haus und unser Hof von stagnierenden Wintergeistern und wir reinigen uns von den stagnierenden Winterenergien. Also ein Birkenblättertee kann ich jedem empfehlen. Eine dreiwöchige Kur, einmal am Tag eine Tasse Birkenblättertee, frisch aufgebrüht. Ein wunderbarer Kraftmacher und ja, für den Frühling ein wunderbarer Startgeber. Die Birke mit ihrer weißen Rinde ist ein Baum, der die Sonne speichert. Sie ist der erste Baum des Jahres. Auch sonst ist sie sehr häufig der erste Baum. Gerade auf Schutthalden oder auch nach der Eiszeit war sie mit die erste Pflanze, die da war und die das karge Land dann die auf dem kargen Land wuchs. So langsam. Ich habe so viel über die Birke zu erzählen. Sie ist seit Jahrtausenden ein Baum unserer Vorfahren. Selbst ihr Holz brennt noch im feuchtnassen Zustand. Sie ist ein Baum, der sehr viel Wasser nimmt. Sie wächst gerne auf feuchten und moorigen Böden. Sie wächst überall, aber eben besonders gerne auf feuchten und moorigen Böden. Sie nimmt aber leider auch ihrem Umfeld alles weg. Also an der Birke und bei der Birke wächst so gut wie nichts, außer der ein oder andere Birkenpilz oder auch Fliegenpilz. Ihre Rinde wurde schon in Jahrtausenden vorher oder vor Jahrtausenden schon als Fackel benutzt. Man rollte sie ein und die Fackel
Es wurde dann angesteckt und dann zur Fackel gemacht. Ihre Rinde wurde auch als Schindel verwendet. Die Häuser unserer Vorfahren, die langen Häuser beispielsweise und auch die Hütten wurden mit Birkenrinde gedeckt. Und so war das Haus geschützt vor Feuchtigkeit, Wind und Kälte. Des Weiteren ist die Birke ein Baum, der eben halt im jungen Alter ein wunderschöner Baum ist, währenddessen eigentlich alle anderen Bäume erst im Alter aufblühen und schön werden. So ist die Birke im Alter eigentlich nicht mehr so schön. In junger Gestalt hat sie eine wunderbare Birkenhaut, sie ist weiß, sie ist glatt, sie ist hell. Aber umso älter sie wird, umso poröser wird ihre Schicht und umso dunkler wird sie auch. Ja, sie einer besonderen Gottheit war sie auch geweiht. Das ist die Göttin Birgit oder Boaid. Bei Boaid wird es schon sehr, sehr klar, welche Göttin das ist. Es ist die Göttin des Lichtes, der Strahlung, der Helligkeit. Und die Birke trägt quasi ihren Namen, weil die Göttin Boaid oder Birgit steht als Schutzpatronin für das Feuer, für die Schmiedekunst, die Schmiede, aber auch als Göttin der Heilkunst ist sie Schutzpatronin der Heilerinnen und Hebammen gewesen. Und genauso das spiegelt die Birke auch wieder in ihrem Holz, was halt in jeder Situation brennt, ein wunderbares, warmes Feuer ergibt. Mit ihrer Heilkraft, den Blättern, die eben eine wunderbare Frühjahrskur ergeben. In den Blättern findet sich Vitamin C, es finden sich Flavoide darin und auch Gerb- und Bitterstoffe. Die eignen sich auch wunderbar, ganz frisch gepflückt, wenn sie noch ganz klein und klebrig sind. Keine Angst, die wachsen wieder und wachsen auch neu an der Birke. Auf Quark oder auch auf einem Butterbrot sind sie sehr bekömmlich und schwemmen auch da die Giftstoffe aus dem Körper. Da die Birke ein Baum ist des Wassers und sehr viel Wasser zieht, ist sie ganz im Frühjahr, im Februar, jemand, der ganz schnell das Wasser aus dem Boden haben möchte, um neu zu erblühen. Und dieses Wasser wurde schon vor über 4000 Jahren aus dem Baum herausgezapft. Dadurch bohrte man bohrte ein Loch in die Birke, nahm einen dünnen Halm, einen hohlen Halm, beispielsweise vom Holunder. Heute nimmt man natürlich einen Strohhalm oder sonst etwas, bohrte ihn in die Birke, band darunter einen Topf oder einen Becher und zapfte so das heilkräftige Birkenwasser aus dem Baum. Ich kann das nur jedem empfehlen, der eine Birke im Garten hat, das auszuprobieren, ein Loch hineinzubohren, einen Strohhalm hinein und so können Sie so etwa 2 bis 3 Liter innerhalb von ein paar Wochen aus der Birke ziehen. Verschließen Sie nur das Loch bitte später mit Birkenpech oder anderem Baumharz, welches Sie aus dem Gartenhandel oder Reifeisenmarkt sicherlich käuflich erwerben können, damit Ihnen der Baum nicht ausblutet, denn sonst schwächen Sie ihn und er würde sterben. Dieses Birkenwasser ist schon seit über 4000 Jahren ein bekömmliches Getränk. Es wurde auch verwendet, um eine Frühjahrskur zu beginnen. Vergoren war es quasi das erste Kultgetränk und bewusstseinserweiternde Getränk unserer Vorfahren. Also da muss man ein bisschen aufpassen. Und man konnte sich wunderbar die Haare damit waschen. Also es erneuert den Haarwuchs und bereichert die Kopfhaut auch mit vielen, vielen wunderbaren Inhaltsstoffen. Kann ich auch nur so empfehlen. Ja, und wenn man im Frühjahr seinen Kopf an die Birke hält und ein bisschen lauscht, dann hört man sogar, wie der Puls der Birke das Wasser nach oben schwemmt. Und unsere Vorfahren sagten dazu immer, wenn man das hört, die Birke lacht. Und wenn die Birke lacht, dann ist der Frühling unausweichlich da. Ja, und damit wünsche ich Ihnen einen wunderbaren Februar und bleiben Sie verzaubert. Thank you.
Das war es leider auch schon wieder mit der neuesten Ausgabe von Blick ins Sendegebiet. Schalten Sie auch das nächste Mal wieder ein. Bis dahin, tschüss, Ihr Radio Visa TV. Von Blick ins Sendegebiet. Gabel von Blick ins Sendegebiet.